Freunde und herzlich willkommen auf Rita und Flo. Wir zocken Outlast! Ja, Outlast wird gezockt. Ich habe Outlast noch nie gespielt zuvor. Außer mal 5 Minuten reingeschnuppert, das letzte Mal im Stream, nachts um 2. Aber da war mir das irgendwie dann zu heiß und irgendwie dachte ich mir, aus dem ganzen Projekt könnte man ein bisschen mehr Aufriss machen. Und das Ganze wird gerade auch live auf Twitch gestreamt, also nicht wundern, die nächsten Folgen werde ich nicht immer eine Ansage machen. Einfach von Anfang an gucken, dann wisst ihr Bescheid. Und dann würde ich sagen, leg mal einfach los. Also wie gesagt, ich habe das Spiel noch nicht gespielt, außer 5 Minuten. Ich habe mir noch nie was zu angeguckt, keine Videos, kein Let's Play, gar nichts. Also das ist wie Neuland für mich. Weiß, das Spiel kam 2013 raus. Ja. Bald kommt der zweite Teil und da muss man das auch mal spielen, ne? So, dann einfach. Wir spielen einfach normal. Keine Ahnung, es gibt hier 4 Dinge. Ich weiß, bei einem davon, sobald man stirbt, muss man ganz von vorne anfangen. Wir spielen einfach normal. So, hier. Wisst ihr Bescheid, ne? Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen viel Spaß. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Upser, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, um die anderen Journalisten einen großen Bogen machen, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalt Mount Massive aufzudecken. Bleib so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer. Um das Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. Schön. Schön, schön, schön. So, Reporter muss es sein. Sehr, sehr schön. Einwandfrei. Wer macht denn freiwillig so einen Drecksjob? Ganz ehrlich. Ja, wir sind da. Mach. Also den Anfang habe ich schon mal gespielt. September 2013. Sie kennen mich nicht, muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich, verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Klingt super. Klingt nach einem Drecksjob, den ich machen kann. Aber nicht möchte. Eigentlich. Oh, das ist hier unsere schöne Cam. Damit können wir alles festhalten. Ey, das ist ja eh das Schlimmste, ey, wie das aussieht, dieses Nachtsicht. Übelst ekelhaft. So, ich hoffe mal, dass vom Ton und so passt das alles. Ich habe auch am Anfang überlegt, weil das Spiel ist ja schon ein paar Jahre alt, ob ich jetzt den ganzen Tabulator. Okay. Das ist Notiz auf N. Okay. So, ich habe ja am Anfang überlegt, ob ich jetzt hier alles vorlesen soll oder nicht. Weil das Spiel kennen ja wahrscheinlich schon ziemlich viele. Oder alle, keine Ahnung. Es ist ja sehr bekannt. Sag ich mal so. Das Tor geht auch von selber zu, geil. So, das ist hier die Anstalt. Ton passt super. Ton ist so wie sauber. Gut, das freut mich. Da muss ich ja nicht wieder rumspielen. So. Drücke linke Maustaste. Ja, gut, das weiß ich auch schon. Können wir die langsam und schnell aufmachen. Hier können wir Camcorder. Die können wir auch rein und raus zoomen hier so. So, ich weiß ja schon, wo es lang geht.
Also am Anfang, ich habe das Spiel, keine Ahnung, eine Viertelstunde gespielt. Das stimmt allerdings. Also wundert euch nicht, liebe YouTube-Zuschauer, ich rede auch mit meinem Twitch-Chat, ne? Ganz normal. Ich hoffe, das stört nicht. Nur, ja, ich glaube, das stört nicht. Ach, ist mir auch egal, wenn es stört, dann stört's halt. So. Hier haben wir, hier wissen wir, der Eingang. Ich kann noch ein bisschen rennen. Das letzte Mal hat einer gemeint, hier hätte man schon einen sehen können, aber ist doch gar keiner. Keine Ahnung. Jo, das habe ich schon gemacht. Also, ja. Ich hoffe, ich rede nicht zu viel, keine Ahnung. Also, ich bin grundlegend, ich liebe Horrorspiele, ich liebe auch Horrorfilme, wie die Sau, ja. Ich gucke das gerne und so. Und zock das. Naja, gut, weniger gern vielleicht. Also, ich zock's schon gerne, aber es ist irgendwie immer so ein Zwiespalt, den man eingeht. Weil ich finde irgendwie Spiele, wenn sie gut sind, wie das wahrscheinlich, oder Amnesia, was ich schon gespielt habe, ist nochmal ein Ticken schlimmer, als einen Film zu glotzen. Weil man irgendwie mittendrin ist, ja, ist halt ein Spiel, ne? Man ist mittendrin, wo man steuert selber diesen Typen hier. Geht schon mal das Licht aus. Und ja. Also horrorspielmäßig das letzte Schlimme, was ich gespielt habe und mir noch gut in Erinnerung ist, es Amnesia. Das fand ich schon übel krass. Grüß dich, Kitsun Felide. Und danke für dein Follow übrigens von vorne, den habe ich mitbekommen. Ich spiele das Spiel zum allerersten Mal. Ich habe 10 Minuten mal reingeschnuppert, also den Anfang hier kenne ich jetzt. Erschrecke mich aber trotzdem. Den Anfang kenne ich, den Rest nicht. Also 10 Minuten kenne ich. Aber ich werde mich so... Ich bin ein recht schreckhafter Mensch. Ich glaube, hier war irgendwo... Ja, hier lag die Batterie. Das weiß ich noch. Ich spiele das jetzt auch mit Maus und Tastatur. Ich könnte mir fast vorstellen, dass es mit Gamepad schöner ist, aber... Ja, hier Tür. Ich glaube, auch so ein Spiel würde ich nie ein zweites Mal spielen. Das wird toll, ich bleibe hier. So. Jetzt habe ich hier ja eine Notiz. Die werde ich jetzt mal vorlesen. Die habe ich nämlich noch nicht gelesen. Mir wird schon schlecht, wenn ich mir diesen Ort nur anschaue. Die Nervenheilanstalt Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen wurde, geschlossen und 2009 von Murkoff's Psychiatric Systems unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorganisation wiedereröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorher ab, vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Murkoff Corporation hat eine lange Tradition, ausbeuterischen Profit als Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen, aber niemals auf amerikanischem Boden. Was sie auch immer aus diesem Ort herausschlagen wollen, es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. Alten. Ich werde so sterben. Popcorn steht bereit. Ich kann sowas gar nicht. Ohne Waffen kriege ich sofort die Panik. Dafür schaue ich umso lieber zu. Viel Spaß. Ja, den Spaß wünsche ich dir auch, mein Freund. Ich verspreche dir, den wirst du haben. Hi. Also Leute, alle die zuschauen, danke fürs Einschalten schon mal. Schnappt euch Popcorn, Bierchen oder eine Cola oder was weiß ich. Macht euer Zimmer dunkel, stellt den Sound auf maximal. Ey, welche Sau würde denn hier reinklettern? Jetzt mal ganz ehrlich, guck mal hier, Tropf Blut. Wer will denn hier hin? Der Typ ist doch krank, den ich hier spiele. Der ist einfach nur krank im Kopf. Ich werde dann nach 10 Jahren älter sein. Ich glaube, ich werde einen Herzinfarkt sterben, ey. Ich schwitze jetzt schon an den Fingern. Bin massivst aufgeregt, ey. Ah ne, hier ging's nicht rein. So, gleich kommt der erste Schreckmoment, den kenne ich schon. Ich werde mich bestimmt trotzdem gleich erschrecken. Ich weiß genau, wenn ich jetzt diese Tür hier aufmache. Das kenne ich halt schon, aber mehr kenne ich dann wieder nicht. Ja, aber ich sag's mal schon. Fick dich! Halt dein Maul, ey. Ich sehe einfach gar nichts. So, wie ging das hier? So und jetzt? Nee. Das müsste ich drücken. F.
weiß nicht, falls es auf YouTube jemanden gibt, der das Spiel nicht kennt, wir haben halt einen Camcorder mit Batterien und die müssen wir eigentlich ziemlich gut einsparen. Und hier ist schon der erste Kandidat. They killed us. You got out. The very. You can't fight them. You have to hide. You can unlock the main doors from security and control. You have to get the fuck out of this terrible place. Alten, ey. Was ist verkehrt bei dir, Mann? Alten, ey. Wer hat all die ganzen Gedärme hier? What the fuck, ey. Alter, wer würde denn jetzt hier... Alter, ich verstehe das nicht. Hier würde doch kein Mensch mehr freiwillig bleiben. Also ich wäre nicht mal hier reingegangen. Hallo? Hallo? Kleines Schwein! Was? Alten! Roll mich mal. Was ist das für ein Fettsack, Alter? Er hat so viel Schlamm gefuttert. Grüß dich, Ben! Willkommen im Stream! And who are you, then? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Was macht denn der mit mir? Der mich gebimbert oder was? Na hi! Grüß dich! Na? Alles fresh? Alten, ey. Proclaim the Gospel. Ah ja. So, lass uns einfach hier wieder rausgehen, ha? So, zack hier. Tür auf und tschüss. Geht auch nicht. Oh, keine Ahnung, wo ich jetzt zuerst hingehe. Lass mal hier gucken. Ob es hier was Schönes gibt. Hallo. Hallo. Guck mal, hier liegt doch was. Eine Batterie. Die nehmen wir doch mal mit. Die kann man immer gebrauchen. Kann man hier reingucken? Nee. It's a prank. So, hier ist ein Haufen Computer. Können wir erstmal massiv zocken, ey. Oh, wo eine Batterie liegt. Ah, die ganzen Toten hier, ey. Scheiße, ey. Bei fast jedem fehlt der Kopf, ey. Was geht denn hier nur ab? Geht's massiv. Hallo? Hier stand gerade was. Achso, bestimmt die Tür. Da, hier ist was. Hier können wir doch lesen. Mal gucken, was hier schön vorne steht. Nee, das ist es nicht. Ich bin drin. Überall Leichen, Blut, Verbrennung, Köpfe aufgereiht wie Flaschen in einer Bar. Tote Murkoff-Wissenschaftler hängen von der Decke. Auf ihren Namensschildern steht Murkoff Advanced Research Systems. Murkoff hat seit langem aus angeblichen Wohltätigkeitsprojekt Profit geschlagen. Bescheißt die dritte Welt und scheffelt eine weitere Milliarde. Wie wollte Murkoff Geld mit einem Haus voller Verrückten machen? Ein Mitglied einer Art Spezialeinheit wurde aufgespießt wie ein Schwein. Erzählt mir, ich soll hier verdammt nochmal verschwinden. Ach nee, das sind meine eigenen Notizen. Warte mal. Das hier muss ich lesen. Sorry. So, hier, 17. September. Nee, das ist auch das. Ach, was grün leuchtet. Sorry. Therapiestab. Das Patient behauptet, in selbstgesteuerte, luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Was? Morphogenetische Antriebsaktivität im beispiellosen Umfang beobachtet. Fahren fort mit Stufe 4 Hormonen. Diagnostik. Spirometrie ergab keine bronchialen Akkumulationen. Kein Plan. Ich bin kein Arzt. Hämatotrichzentrifugierung zur Trennung von Erythrozyten erneut fehlgeschlagen. Höchst besorgniserregend. MRI ergab arithmetisches Blabla-Zyklen. Lachen in REM-Phase.
Anmerkung. Billy erkundigte sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Murkoff und die Psychiatrie. Dies deutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin. Trotz Billys Beteuerung, er habe die Wahrheit in den Bluträumen von Dr. Trager entdeckt. Anmerkung. Die einzige Person namens Trager, die in den Unterlagen des Unternehmens aufgeführt ist, ist ein gewisser Richard Trager, ein Angestellter von MRD. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt und die Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zur Analyse zu erhalten. Aha. Jetzt haben wir hier Chris Walker. Morphogenetische Antriebsaktivität stabilisierte sich etwa gegen 20 Uhr. Fortfahren mit Stufe 3 Hormonen Risiko behaftet. Spirometrie ergab leichte bis mittlere bronchiale Akkumulation. MRI-Scans übereinstimmen mit gemeldeten Träumen des Patienten. Walker wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstümmelung in Fixierung befragt. Die Fixierung musste aufgrund seiner enormen Körpergröße angepasst werden. Extensive Dermalerup... Was? Dermaleruptionen ebenso übereinstimmt mit fehlgeschlagener morphogenetischer Antriebszellaktivität. Er gibt an, die Entfernung seiner Stirnhaut erlaube ihm eine weitere Sicht, vermutlich zurückzuführen auf eine Art Kindheitserfahrung mit Tuatara-Echsen und ihren parietalen Augen. Er zeigte sich besorgt über sein Fleisch, insbesondere um seine Lippen und Nase herum. Das Pflegepersonal sollte angewiesen werden, auf weitere Selbstverstümmelungen zu achten. Die mentalen Traumata, die er während seines Dienstes in Afghanistan erlitten hat, scheinen den Fortschritt des MA-Prozesses zu behindern. Seine vorherrschende Fixiertheit, verstärkt durch die Therapie, stellte eine manische Übertreibung militärischer Sicherheitsprotokolle dar. Eine Fortsetzung sowohl chemischer als auch psychischer Fixierung wird nachdrücklich empfohlen. Alten, ey, was geht denn hier nur ab? Alter, voll geil. Alter, bin ich das mit den Blutspuren hier? Halt die Fresse. Okay. Oh, what? Warte mal. Da ist ja einer. Hä? Oh ne, da gehe ich noch nicht lang. Warte mal, ich gehe erstmal hier zurück. Erstmal hier nochmal hier gucken, ob hier was ist. Alten, da sitzt einer. In seinem scheiß Stuhl. Und der hat sich bewegt. I swear, das wird wieder so ein scheiß Schreckmoment, ey. Alter, hier ist ja noch was zu lesen. Alter, wie viel zu lesen gibt's hier denn? Vollziehungsbefehl. Treffen den Zugriff auf Psychiatriezentrum, bla bla bla. Eine staatliche Erklärung wurden vor dem Direktorenausschuss seitens der Merkel Hardline Security geliefert. Die Grund zur folgenden Annahme hat. Katastrophaler Sicherheitsbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Nach unserer Überzeugung erfordert das durch eidesstattliche Erklärung und Zeugenaussagen erbrachte Beweismaterial akute Maßnahmen seitens der MHS und rechtfertigt die Ausstellung dieser Berechtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS vollen Zugang zu allen Einrichtungen und seinen Repräsentanten voller Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments verzichten Sie und alle Lebenden an der Anverwandten wirklichen Anspruch auf ein Gerichtsverfahren gegen die Murkoff Corporation oder ihre Tochterunternehmen aufgrund von Maßnahmen der MHS oder aufgrund der Umstände, die entsprechende Maßnahmen bedürfen, unangeachtet jeglicher Zuständigkeit. Ah! Alter, was ist das denn hier für eine kranke Einrichtung, ey? Kannst du nicht mal Klage machen oder was? Alden, ey. Alden, ey! Alden! Alter, ich fress mein Bart. Was geht denn hier? Der hat klassische Rollstuhl, ey. Ich muss mir erstmal aus der Entfernung angucken. Zieht euch den Typen mal rein, Alter. Hier, da sitzt und macht so. Hier geht's nach unten. Elektroraum. So, wir müssen den Fahrstuhl wahrscheinlich irgendwie in Gang kriegen, wa? Jetzt geht's da lang und da lang. Ja, keine Ahnung. Ich gehe einfach jetzt mal hier lang. Ach, ich will nicht. Hi. Was haben wir hier eigentlich für hässliche Fratzen? Clyde Perry. Alt, ne, wie die aussehen. Ey, da liegen doch schon wieder Gedärme rum. Oh, was geht denn hier? Und tschüss. Ich bin tot. Ne, andersrum aufmachen. Hi! Witness! Gibt's hier auch noch was Schönes? Oh, Arm! Da liegt der Arm in der Toilette. Na hey, grüß dich, guck mal. Ganze Klo verstoppt, der Typ. Ich hau mich weg, ey. Müssen wir erstmal ein bisschen schrubben hier, so wie das hier aussieht, ey. Hi. Ey, ist das räudig, Mann, Alter.
Das liegt hier einfach so rum. Den alten, ey. Moin. Alter, das wäre so krank, wenn der aufspringen würde, ey. Noch eine Batterie. Was? Hey, ist die Tür zugegangen, oder? Alten, die Tür ist zugegangen. Hallöchen. Oh, ich habe immer Schiss, wenn ich so eine Tür aufmache, dass mir gleich irgendwas in die Fresse springt, ey. So, hier haben wir schon mal einen Security-Raum. Hier brauchen wir einen Sicherheits... Hier brauchen wir die Schlüsselkarte. Oh, ich habe übel Schiss, ey, hier irgendwo reinzugehen. Ich habe immer Angst, ob das gleich was um die Ecke gesteuert kommt. Hier sieht es ganz freundlich aus. Hier ist kein Blut. Das ist schon mal geil. Der Kolott wird da einer. Den hat es massiv weggeledert. Wenn wir da was zum Lesen. So. Ist eigentlich immer ganz schön, wenn man was lesen kann. Da kann man sich erstmal ein bisschen beruhigen. Profilitätsbericht Projekt Wallrider. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund des bevorstehenden vollständigen Berichts sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der Murkoff Corporation erforderlich. Das Profitpotenzial von Projekt Wallrider verbleibt unverändert hoch. Die vier Todesfälle enthalten ausreichend uneindeutige Daten, um das Gerichtsverfahren im Fall der korrekten Handhabung des Beweismaterials zu unterbinden. Projekt Wallrider bleibt gefährlich und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Verluste. Was die bereits verzeichneten betrifft, so ist das familiäre sowie seitens der Regierung geäußerte Interesse an den Patienten derartig gering, dass keine rechtlichen Maßnahmen zu erwarten sind. Die Gewalt unter den Patienten steigt, je weiter sich die morphogenetische Antriebstherapie der Produktion von Arbeitsmodellen nähert. Doch eine Kombination aus chemischer und physischer Fixierung hat sich als hinreichend effektiv erwiesen, um weiterhin Kontrolle und Profit zu gewährleisten. Allen. Weil ich überlege mir gerade, ob sowas in der wirklich, also in unserer, in der Realität auch möglich wäre. Stimmt, ey, so eine kranke Scheiße, ey. Gibt's wahrscheinlich schon, ey. Irgendwo. Im Nichts. Oh, hier ist eine Exit-Tür. Ich habe Angst. Darf ich raus? Kann man denn vielleicht irgendwas sehen? Alter, das sieht auch so krank aus, ey, wenn man dieses scheiß Ding anmacht, ey. So, hier ist ein Typ reingerannt. Eigentlich will ich da absolut nicht rein, aber... Oh, danke. Danke! Was? Wir haben es nicht ausgesucht. Warum sollen wir dafür bezahlen? Warum müssen wir sterben? Warum wird uns umbringen, weil wir krank sind? Wir sind doch Menschen. Wir haben... Weiter konnte ich nicht lesen. Okay, da ist auf jeden Fall einer drin. So, ich muss auf jeden Fall da hinten lang. Boah, ach so. Der Ventilator war das, ey. Wahrscheinlich muss ich auch nach unten, aber jetzt gehe ich erstmal darüber. Also, ich will nicht, aber ich muss. Ruhig bleiben. Ich könnte immer zucken, ey. Oh, ey. Was ist denn hier? Muss ich jetzt da lang oder was? Och nee, ey. Alter. Ich fange übel an zu atmen. Ich habe Angst. Kann ich mir Klopapier abwerfen? Macht er was? Hi. Alter. Der aussieht total abgemagert, wie verbrannt oder so. Ich tut dir nichts. Wir sind Freunde. Alten, was geht denn? Alter, hier sind wir nicht. Ich muss hier rein. Alter, nein. Hey, die glotzen Fernseher, sich mal. Also. Guck die Ameisen, TV. Machen die was? Hi. Alter, wie die aussehen. Ach, ach so, der nimmt er. Ach, das kann. Ach, das nimmt er fest. Ach, als Notiz. Kann ich jetzt wahrscheinlich dann nachlesen gleich. Hey, warte mal. Ach, da muss ich durch. Guckt ihr mal weiter Fernsehen. Ameisen TV finde ich auch immer übel geil. Ich gehe hier lang.
Bleibt ja da, wo ihr seid, ey. Ey, da sitzt doch schon wieder jemand. Boah, ich würde am liebsten mal die Ohren zumachen, wenn ich so eine Tür aufmache, ey. Bitte sei tot, ey. Kann man hier nicht einfach rausspringen? Oh, ey, wenn ich das Ding jetzt nehme, passiert irgendwas. Ich kenne doch solche Scheißspiele. Okay, ich habe die Karte. Jetzt komme ich da auf jeden Fall rein. Warte, ich will jetzt erstmal hier. Ich habe da bestimmt was Neues gekriegt. Hier, gebrochene Männer und tote Fernseher. Eine Reihe gerochener Männer starrt auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist. Aber sie sind nur noch eine Hülle. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Jetzt muss ich wieder zurück. Oh, bitte macht nichts, ey. Bleibt einfach so sitzen. Du musst dir das mal vorstellen. Wie krank das wäre jetzt in echt so. Du läufst ja durch so ein Gebäude, ey. Da sitzen da so drei Typen, ne? Die sehen total gestört aus. Genau wie der hier, der mich jetzt anfällt. Ah! Was? Reißen sie sich raus? Oh. Alten, verpissen dich, Alten. Alten, ich gehe einfach weg. Oh, Alten, Alten! Ich habe das jetzt nur aus Spaß gesagt, ey. Alten. Ey, das gibt's doch gar nicht, ey. Ey, mir bubert's Herz, ich raste aus, ey. Ich dachte jetzt nur so aus Gag, ne? Der springt auf, der ist ja wirklich aufgesprungen, ey. Du kannst nach links und rechts schauen, im Laufen, cooler, ey. Ja, der weiß ich doch. Boah, ich mein, am liebsten, ich glaube, ich renne einfach hier durch, ey. So, jetzt hier rein. Die scheiß Tür auf. Jetzt schließ wieder zu. Ah, zuschließen. So, da. Alter, wie der atmet. Hör doch mal auf, Mann. Ich bin selber nervös. Was soll ich denn jetzt hier machen? Ach, hier an die Tastatur. Der wollte doch nur kuscheln, nur habt ihn nicht so. Ist klar, ey. Was passiert jetzt hier? Ey, das dauert jetzt. Oh oh. Ey, der wisst das, der guckt mich an. Nee! Na! Na, ist die Stadt in genau. Wir müssen es eindämmen. Was, versteckt dich im Schrank? Versuch nicht zu kämpfen. Okay. Alter, das ist wieder der fette Sack, Mann. Sieht ja aus wie Patsch. Was ist du da? Du warst hier, oder? Kleines Schwein. Finde euch, Schlampen. Alten. Habe ich mich zufällig für den richtigen Schrank entschieden, oder was? Ey, läuft der jetzt hier die ganze Zeit rum? Sag jetzt nicht, ey. Na geh doch mal weg jetzt, Mann! Hau ab, Junge! Boah. Alter. Lass mich schon noch in den Keller gehen, ey. Ey, da ist es doch massiv dunkel. Kann ich jetzt raus, oder? Ich hab keinen Plan, ey. Auf geht's. Lauf, 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 lauf. Oh, ich will auch nicht in den Keller, ey. Oh Mann, ey. Das ist doch massiv gestört, das Spiel! Ich hasse Keller. Hast du auch Keller? Ich hasse Keller. Also ich mag Keller nicht wirklich. Weiß nicht, da fühle ich mich auch immer so unwohl. Hier ist schon wieder was zum Lesen. Erstmal lesen. Erstmal schöne Lesen, ey. Mord und Hypnose. Oder Unterhypnose. Am Mittwoch, den 10. Februar 1954, wurden die hypnotischen Experimente und die Forschung in Gebäude 13 im Mount Massive Preserve in Colorado mit folgenden Testpersonen fortgesetzt. Es wurde eine
Posthypnose der vorangegangenen Nacht. Fingerzeig, du schläfst, durchgeführt. Miss Jackson und Miss Pierce fielen sofort ohne weitere Anweisung in einen tiefen hypnotischen Zustand. Miss Pierce wurde dann angewiesen, sie hatte vorher ihre Angst vor jeglichen Feuerwaffen zum Ausdruck gebracht, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, die sich nun in einem tiefen hypnotischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr dies nicht gelänge, sollte sie eine in der Nähe befindlichen Pistolen ergreifen und diese auf Miss Jackson abfeuern. Ihr wurde gesagt, dass ihre Wut so groß sei, dass sie nicht zögern würde, Miss Jackson zu töten, wenn diese nicht aufwacht. Miss Pierce führte diese Anweisung genau aus, feuerte auch die ungeladene Luftdruckpistole auf Jackson ab und fiel anschließend in einen tiefen Schlaf. Nach entsprechenden Anweisungen wurden beide geweckt und konnten sich an den Vorfall nicht erinnern. Miss Pierce wurde die Pistole erneut gereicht, die sie aber in wachem Zustand nicht berühren oder vom Therapeuten entgegennehmen wollte. Sie stritt den vorhergegangenen Vorfall vehement ab. Alter! Was geht denn hier nur ab, ey? Irgendwie erinnert mich das alles so ein bisschen an den Film hier. Mit Leonardo DiCaprio, ey. Der Film ist auch richtig geil, falls ihr den nicht kennt, wenn ich wüsste, wie er heißt. Shutter Island hieß der. Oh Gott. Wartet mal. Hier ist gerade grauenhafte Musik. Was ist hier so eine Musik? Wo ist denn das Fliegen? Ah, es sind nur Fliegen. Oh, ey, ich habe keinen Bock mehr, ey. Hier ist jemand. Hier ist jemand. Alter, hier sagt gerade jemand, who's there? Oh, ich habe keinen Bock mehr, Alter. Ich hasse so eine Scheiße. Was denn jetzt da? So, was muss ich jetzt machen? Hier hängt einer. Da ist ein Ding. Ey, ich kann da nicht mal reinklotzen. Ich krieg echt nicht ein. Ich schalte die beiden Gaspumpen ein und betätige den Hauptschalter, um den Generator neu zu starten. Okay. Kann ich damit auch rennen? Ja, kann ich. Kann ich das ja quasi die ganze Zeit so in der Hand halten, oder? So, ich muss hier jetzt erstmal hin, wahrscheinlich. Und Hallo sagen. So, jetzt haben wir hier eine Gerätschaft. Ich verstecke mich jetzt einfach mal. Ich muss mich mal ganz kurz verstecken, ey. Ihr bekommt doch schon wieder irgendwas angelaufen, ey. Oh, ne. Alten, ey. Ich sehe jetzt einer. Hallo? Hallo? Ich höre Schritte. Ich höre Schritte. Da ist einer. Ist klar. Oh, er geht wieder, oder? Ja, er geht wieder. Der hat die Tür zugemacht. Warte mal. Wieder ein Geist. Das heißt, jetzt läuft hier ein Typ rum, ja? Und ich muss zu der anderen Gaspumpe kommen. Kann man auch schleichen? Okay. Und ich schwöre dir... Hier soll irgendwo eine Batterie sein, wurde mir gerade geschrieben. Wo? Ah, guck mal hier. So, wo muss ich jetzt hin? Der steht ja da! Sieht er mich? Sieht er mich? Sieht er mich? Wo geht der jetzt hin? Mach auf! Ey, wie soll ich das jetzt schaffen? Alten, wie soll ich das jetzt schaffen? Einfach rennen oder was? Soll ich einfach losrennen? Ich habe keinen Plan. Oh, ist das anstrengend.
Okay, vielleicht sollte ich mir nicht selber so viel Stress machen. Das ist alles ganz cool, Mann. Da ist einfach nur ein Typ mit einer Keule in der Hand. Ich finde es jetzt einfach heraus. Oh. Keine Ahnung, wo er ist. Ich weiß auch nicht, ob der mich im Dunkeln, wenn ich jetzt im Dunkeln herumlaufe, ob der mich da sieht oder nicht. So, hier ist der zweite Pumpenraum. Kann man sich hier drunter legen? Ja, kann man. Okay, pass auf. Ich drücke jetzt den Knopf. Lege ich mich erstmal hier hin. Habe ich jetzt beide Pumpen an? Weiß ich nicht. So, kommt jetzt hier einer oder? Da müsste das doch wieder gehört haben, oder? Ja, da ist er. Da läuft er rum. Er kommt. Oh, bitte. Alter, guck ja nicht unter das Bett. Alten, ey. Oh, Mama. Nein! Geh weiter! Oh! Das gibt's doch nicht, ey. So, jetzt. Ne, warte mal. Muss ich jetzt Da stand, ich muss zwei Pumpen aktivieren. Das habe ich jetzt gemacht, oder? Dann muss ich an die Mittelkonsole da gehen, oder? Und drauf drücken. Okay. Ich probier's einfach. Ich sehe das schon kommen. Ich werde sterben und muss alles von vorne machen, oder? Wo ist der jetzt? Ich habe keinen Plan, wo er ist. Ich weiß auch nicht, wo ich danach hin muss. Nicht so laut. Nein! Lauf! Wo kommt der her? Ich habe es immer noch nicht geschafft. Hä? Oh, das gibt's doch nicht. Der hat psch gemacht. Ist das ein kranker Scheiß, ey. Oh Gott. Der kriegt mich jetzt hundertprozentig, ey. Da ist er wieder. Schütze. Der hat gerade einen Schrank aufgemacht. Hinauf in den Himmel, was? Wo muss ich denn hin? Ich habe keine Ahnung. Ich muss jetzt bestimmt noch. Ich weiß es nicht. Bestimmt da, wo das Licht so scheint an der Tür, muss bestimmt lang rennen. Aber wie komme ich jetzt an dem vorbei, ohne dass er mich da verfolgt oder so? Guck mal, da ist er. Er sieht schon gemeingefährlich aus, ey. Mit seinem Knüppel da an der Pfote. Kommt der jetzt wieder zu mir? Ey, das gibt es doch nicht. Muss doch jetzt doch irgendwie mal loskommen hier. Oder geht's nicht anders? Ich muss in der Konfrontation mich aussetzen. Kann das sein? Oh nein. Ich muss doch jetzt hier irgendwie an dem vorbeikommen, Mann. Der kommt immer wieder zu mir gelatscht. Das kann doch jetzt nicht sein. Hau doch mal ab jetzt, du Spast. Dummer Struffler, ey. Jetzt läuft er bestimmt wieder dahin. Ja, na klar. Sieht er mich? Ich muss bestimmt da lang. Warte mal, wo geht er denn jetzt hin? Wenn der jetzt hier reinkommt, bin ich gefickt, Alter. The Petted Knife, ich grüße dich, willkommen im Stream. Mir geht's scheiße. Bin ich denn jetzt hier gelandet? Ich verstecke mich jetzt nochmal. Nochmal verstecken.
Okay. Ruhig bleiben. Vielleicht ist er auch dumm. Oh, da ist er schon wieder. Der ist da, da wisst immer, wo ich bin, Mann. Jetzt hau doch mal ab, ey. Alter. Ich überlebe das schon. Jetzt ist er wieder weg. Ja, ich spiele zum ersten Mal. Wie bin ich denn jetzt hergekommen? Bin ich am selben Raum. Immer erstmal verstecken, ey. Wollen wir mal kurz warten. Der scheint ja alles zu hören, der Typ, ey. Ja, stark, Mann. Dann gönn dir mal deine freie Woche. Oh nein. Nein, nein. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich lang renne. Was habe ich denn jetzt eigentlich gemacht? Jetzt habe ich irgendeinen Hebel betätigt. Ist das jetzt schon der richtige Hebel? Kann ich jetzt wieder zurück? Ich weiß es nicht! Alter, verdammt, Mann. Ich weiß nicht. Jetzt habe ich... Also ich habe zwei Knöpfe am Anfang gedrückt, jetzt habe ich einen Hebel umgelegt. Aber hier war gerade noch ein anderer Weg. Wo muss ich jetzt lang? Keine Ahnung, wir finden es einfach heraus. Ist er weg? Da kommt ja wieder. Warum? Warum kommt denn der jetzt wieder? Der muss auch mal wegkommen hier, Alter. Ey, jetzt findet der mich, ey. Ich raste aus, gell. Ey, du hässliche Hackfresse, verpiss dich euch. Das ist gleich mein Bart. Wie komme ich jetzt? Oh, der muss doch mal aus dir verschwinden jetzt, Alter. Komm jetzt, Alter. Jetzt muss doch mal die Zeit gekommen sein, dass ich hier jetzt mal weg kann. Nochmal. So, zack. Der kommt jetzt bestimmt. Ah! Nein, nein, nein! Was ist jetzt? Ah! Verpiss dich! Geh weg! Nein! Ich komm nicht weg! Wo ist die Tür? Ich find die Türe nicht! Bitte lass mich das Ding drücken können. Ich kann's immer noch nicht drücken! Fuck, wo bin ich denn jetzt hier? Alten, ey. Oh, ich krieg einen Anfall. Konnte ich jetzt drücken oder konnte ich nicht drücken? Ich schwitze. Okay, nochmal, Mutti. Konnte ich jetzt da drauf drücken oder nicht? Alter, Alter. Ey, das war jetzt aber... Ey, wahrscheinlich auf schwer wäre ich schon umgefallen. Am zweiten Schlag. Was denn jetzt? Hier ist er nicht.
Ich habe jetzt nicht gesehen, ob ich drücken konnte oder nicht. Ob da stand, drücke E oder so. Alter, dieses Fort-Sound. Oh, scheiße, ich habe beide Knöpfe gedrückt, ja. Ich hab's geschafft. Mach die scheiß Tür auf, verdammt! Mach! Ist da nur dumm? Ich muss dich aussehen! Das gibt's doch gar nicht! Wo muss ich hin? Ne, warte mal, warte mal. Ich muss kurz denken. Oh, beruhigen, Flo, runterkommen, erstmal runterfahren und entspannen. Alten, ist das krank, Junge. Warte mal, muss ich jetzt hier wieder hin, oder was? Oh, ich hab gespeichert. Was ist denn jetzt los? Alter, massive Drogen krieg ich reingedonnert. Das tut mir leid, mein Sohn. Ich wünschte, ich hätte das nicht tun. Alter, bist du hässlich. Da kommt Bullen. The Wall Rider tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel. Alter! All will open before you. Was war denn das jetzt? Hier gibt's hier Geister oder was, ey? Scheißendrecke. Scheißendrecke. So ein Scheißendrecke. Boah, krass, ich hab's das erste Level quasi geschafft, oder? Was geht denn jetzt, ey? Bin ich jetzt im Gefängnis oder was? Wie sieht denn das hier aus? Ah, hier so eine Dingskammer, ne? Ich weiß nicht, wie man den Raum nennt gerade. Ich komme nicht auf den Begriff, aber. Halt für Leute, die sich selbst verletzen und so ein Scheiß. So. Dann würde ich sagen, also nicht für Twitch, sondern für YouTube. Das war die erste Folge Outlast. Ja, wir haben es jetzt geschafft. Wir sind jetzt hier irgendwo angekommen. Ich weiß nicht wo. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst mich wissen. Wenn nicht, hoch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Bietanflu. Ciao.